Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historischen Rom. Yay! Es ist 51 vor Christus. Zu der Zeit ist Caesar schon in England gelandet. Wir sind jetzt ein Jahr zu spät, wie so häufig. Ewig lange warten müssen und dann zu spät sein, ne? Gut, was geht denn hier ab? Wir könnten ja die Erfahrungsränge erhöhen. Sammeln ist auch ganz nice. Ja, sammeln, Banner heben ist besser. Gut, dann machen wir einmal das da. Der ist schon 42, ja okay, 42 geht. Der wird da drüben sterben, der ist 55. Ah, genau, hier können wir mal ein bisschen Wohlstand in die ganze Bude hier bringen. Genau, der da wird jetzt noch angegriffen. Der da wurde geschlagen, was aber überhaupt kein Problem ist. So, genau. Wie geht's jetzt weiter? Also hier ist erstmal Patt, würde ich sagen. Hier darf es nicht weitergehen, leider. Hier darf es auch nicht weitergehen. Hier darf es auch nicht weitergehen. Genau, wenn ihr detailliertere, also was heißt detailliertere, also das ist nicht schwer, Infos und Schlachten oder also Kriege von damals sehen wollt, also wie zum Beispiel die Schlacht um Jerusalem, die war ja übertrieben heftig, da waren 3 Legionen unterwegs und die hatten extrem viel Trouble. Dann könnt ihr den Account von oder den YouTuber Invicta anschauen. Der ist zwar ein englischsprachiger YouTuber, aber seine Videos sind einfach der Hammer. Also ja, einfach anschauen und ich kann ja mal fragen, also ich bezweifle, dass ich das machen darf. Ich kann ja mal fragen, ob ich seine Videos ins Deutsche einfach übersetzen kann und das Videomaterial dann benutzen kann. Das bezweifle ich aber, weil es eine unglaublich heftige Arbeit ist. Gut, also hier bin ich schon im Norden angelangt, aber noch nicht ganz im Norden. Hier, wo bin ich da? Uiuiui, ganz im Süden. Alter, ich scoute gerade ja alles. Das ist ja cool. Da hat sich ja mein Vergangenheitstobi was dabei gedacht. So, hier ist eigentlich alles soweit gescoutet. Hier unten halt noch nicht. Dieser Typ, der ist, glaube ich, in Frankreich. Genau. Der bekommt nichts, der bekommt nichts, der bekommt nichts. Legion. Genau. Die bleiben alle da und jetzt geht's weiter. So, nächste Runde versuchen wir mal genau, in Britannien zu landen. Mal schauen, wie viel Gegenwehr wir da erwarten dürfen. Und vor allen Dingen, also was genial wäre, wäre wirklich, wenn ey, du Dreckspack. Alter, der hat einfach mal 6 heroische Adlige. Ja, nee, das ja, das kann ich sowas von vergessen. Gut. Ja, der hat einen Ausbruch gewagt. Interessant. Das ist natürlich für uns jetzt nicht ganz so spaßig. Und wieder ja, Action hoch 4 mit Agenten. So, naja, die Briten haben ja auch die Agenten mehr oder weniger erfunden mit 007. Entschuldigung. So, der war zu schlecht. Genau, was geil wäre natürlich, dass wenn wir
beziehungsweise unsere Armee aus Britannien wirklich rausgeschmissen werden würde. Also wenn ich jetzt eine Schlacht verlieren würde, bist du beknackt? Heute ist deine letzte Armee. Könnte sein. Oh, versklaven wir mal. Genau. Wenn wir aus Britannien rausgeschmissen werden würden und dann 100 Jahre später können wir es dann nochmal. Ein edler Tod. Warum? Warum? Legion 3. Wer ist Legion 3? Ich weiß es nicht. Ja. Da rege ich mich schon die ganze Zeit über auf. Sklavenunruhe plus 1. Das ist. Geld brauchen wir gerade gar nicht. Einsatz von Söldnern. Nö. Rang erhöht. Bereit zum Kommandieren. Umsturz. Natürlicher Tod. Ja, okay. Natürlicher Tod ist in Ordnung. Nahrungsmittel. Was? 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 Ist es wieder soweit? Alter, minus 60. Warte mal. An irgendwas erinnert mich das gerade. Also diejenigen, die nicht das komplette Rome Total War, das komplette Let's Play ge geschaut haben, ich meine, wir sind jetzt schon über 100. Am Anfang hatten wir extrem viel Trouble, weil wir auch so plötzlich minus 60 Nahrung hatten. Da haben wir gerade Griechenland angegriffen. Plötzlich hatten wir Nahrungsmittelknappheit und ich glaube sogar, dass wir einen Bürgerkrieg gleichzeitig hatten. Das war heftig. Genau, da sind wir komplett zurückgefallen und dann. Aus irgendeinem Grund musste ich das neu spielen. Also ich. Ah, genau. Ich habe nicht gespeichert. Oh, das hat mich so genervt. Ich habe nicht gespeichert. Und dadurch habe ich die ganze Hungersnot nochmal gespielt. Und habe das dann ein bisschen besser hinbekommen. Aber ja, es war auch von jetzt auf plötzlich war es einfach minus 59. Wahrscheinlich ist er hier einfach so ein hartheftiger Typ, der irgendwas gemacht hat. So, ja, mit dir brauche ich da nicht hinzugehen. Mit dir kann ich hingehen. So. Aber der sagt mir viel zu viele Verluste an, das spiele ich selber. Weil nämlich, ja, dadurch, dass ich ja gerade ultra viel Nahrungsmittelknappheit habe, darf ich mir keine allzu großen Verluste leisten. Aber heroische Adelige sind halt echt heftig. Das war auch interessant bei dem britannischen Feldzug oder als Rom das zweite Mal angegriffen hat. Das hat ja dann, also nach einem Jahr hieß es ja, Britannien wäre besiegt. Also das war eben die Propaganda. Von den Kaiser. Der hat einen schnellen Sieg gebraucht. Und, oh, wie schön, wie schön. Ich freue mich, irgendwie freue ich mich auf Winter, aber das hat gerade nichts zur Sache. Gut, also,
Genau, und nach so 10 Jahren oder so fingen dann auch die britannischen Streitkräfte an, die Römer zu kopieren. Und das lief anscheinend sehr gut. Also die Einheiten haben ja angefangen, haben angefangen, Schildkröten zu bauen, also die Formation Schildkröte. Und dann haben die noch sehr viel andere Sachen kopiert. Die hatten natürlich auch Unterstützung von den Pro-Senat, die eben den Kaiser bzw. den Diktator absetzen wollten. Dann gab es noch also es gab sehr viele Probleme für die römischen Legionen da. Aber ja. So viel nur kurz. Ratatata. Ja, es sieht gut. Ah, das ist ja praktisch. Dann sind aber nochmal heroische Adelige. So ein bisschen spielen. So, der bekommt mal einen Bonus. Ich tue mal so, als würde ich hier lang reiten. So, die Kavallerie ist jetzt weg. Meine Kavallerie sollte jetzt auch gehen. Das war ziemlich dumm von denen. Wir gehen mal hier weiter. Die ballern die einfach mal platt. Ihr dürft zu Fall schon angreifen. So, hier wird auch angegriffen. Erstmal richtig formieren, ne? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, formieren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ihr scoutet mal da weiter. Ihr geht mal mit.
So, die gehen wieder zurück. Weil auf dem Plop anzugreifen macht überhaupt keinen Sinn. Oder im Plop anzugreifen. So, schnell den Kessel zumachen. Ah. Ja, servus. So, du gehst hier hin. Und ich würde dann mal sagen, Angriff. Ihr wendet euch nach da, ihr nach da. Ja, wie gesagt, die Adeligen sind schon... heftig. Ja, wie gesagt, Kavallerie in... in der Stadt ist, sind nicht immer clever. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Vor allen Dingen, wenn es halt viele sind. Also einzelne können die schon was bringen. Aber in so einem Pulk sind die eigentlich meistens einfach nur dämlich. Naja. Die kommen mal hier hin. Die kommen mal auch dahin. So. Aber keine Ahnung, warum der so viele Verluste gezeigt hat, aber war anscheinend doch nicht so verlustreich. So, ich fahre fort, damit mein General auch ein bisschen was bekommt. Hier nicht. So, gut. Das war schon mal erfolgreich. So, ich bin mal gespannt, weshalb wir jetzt so viel Nahrungsmittelknappheit haben. Aber, naja, mal schauen. So. Was auch interessant ist, bei historischen Schlachten war wirklich, während der Schlacht waren so in der Regel Verluste von ja 5% oder so, 10% von der Armee zu beklagen. Und sobald die Männer geflohen sind, kam es dann zu diesen ja, Massenmorden. Also kam es zu diesen richtig heftigen... Oh, das ist nicht mein... ich dachte, das wäre mein kleiner Stratege und nicht Kommandant. Upsi. So. Genau, erst danach kam es zu diesen krassen Verlusten. So. Ich greife mal hier jetzt an.
hier alles auf Nahrung. Die Römer hatten auch eine extreme Achillesferse und das war eben Ägypten. Weil, also es gab in der Geschichte schon einige Revolten, Aufstände und so weiter, also Sklavenaufstände oder eben ja einfach Rebellen, die die Getreideflotte, die aus Alexandria, also von Ägypten aus losgefahren sind, gekapert haben. Oder es kam häufig auch vor, dass das Getreide untergegangen sind. Und jedes Mal hatte Rom, also in der Hauptstadt, extrem große Probleme, weil die Hauptsorge von den führenden Köpfen, also sei es jetzt der Diktator oder Kaiser oder also wer an der Macht war, die hatten eine riesengroße Sorge, dass der Mob zum Aufstand ruft, weil Rom war ja selbst in heutigen Maßstäben eine enorme Großstadt. Also die hatten ja ungefähr 1 Million Einwohner und die mussten halt auch ernährt werden. Und das war halt... Das war auch nur möglich durch diese krasse Organisation da und Infrastruktur von Rom. Ja, und wenn eben die Flotte oder also die... Alter, was ist denn jetzt los mit den ganzen aggressiven Agenten hier? Nochmal Agent. Ja, bei dem ist es egal. Alter, die... Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall unsere Agenten wieder. Was ist denn hier jetzt los? Uiuiuiui. Was ist denn da jetzt los? So. Da muss ich jetzt schauen. Vor allen Dingen, was jetzt erschwert dazu kommt, ist die... das ist eine Armee, die ich nicht brauche. Aber ich nehme einen, der gut ist von den... da gibt es keinen. Verstärkungsrate. So, alle Richtungen zu Hause. Verwundet. Sabotiert, ja. Ist alles klar. Ist alles klar. Gut, du machst eine Schlaufe. Und kommst dann zurück. Wir haben, glaube ich, auch... wir können wieder einen Agenten, einen Spion machen. Entweder das da oder das da. Ich glaube, das da. Es wird halt ja jetzt wieder dauern, bis ich... ja. Bis ich wieder gute Attentäter habe. Gut, aber das werden wir uns in der nächsten Folge erst anschauen. Nächste Folge werden wir Korea angreifen und Camulodunum. Und danach werden wir gleich weggehen. Ich werde aber Camulodunum, bla bla, halten.
aber nicht fett ausbauen. Also ich werde ein paar Gebäude ersetzen, aber nicht eine krasse Garnison reintun, damit eben der Gegner noch Chance hat, das einzunehmen. Gut, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Shut up!